Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur zweiten Folge von Warum sollte man Cannabis legalisieren? Diesmal zum Thema Konsum. THC wirkt über die Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems, kurz ECS. Ja, das ECS ist ein Teil des menschlichen Nervensystems. Es besteht unter anderem aus Cannabinoid-Rezeptoren CB1, CB2 sowie Endcannabinoiden. Das ECS ist also an wirklich lebenswichtigen Prozessen beteiligt, wie zum Beispiel die Energiebalance des Körpers zu regeln, den Appetit zu stimulieren. Es ist für den Blutdruck unter anderem zuständig, auch für die Schmerzmodulation, also Reize beispielsweise von Nerven, für die Embryogenese, das heißt also für den biologischen Prozess bei Schwangerschaften, Kontrolle von Übelkeiten, Unterbrechen und auch natürlich das Gedächtnis und die Verdauung. Aber auch das Lernen kann dadurch beeinflusst werden, unter anderem auch Immunreaktionen können dadurch geregelt werden. THC kann sich teilweise an die Rezeptoren binden, also höhere Affinität zu CB1, durch analoge dreidimensionale Struktur von THC zum Endocannabinoid Anandamid. Also Ananda ist ein Sanskrit für Glückseligkeit. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es beeinflusst also somit den Schmerz, Spastizitäten, Sedierung, also Beruhigung, wie auch den Appetit und die Stimmung. Ja, die andauernde Forschung erweitert aber konstant die Teile und die Funktion des ECS, zum Beispiel durch weitere metabolisierende Enzyme und Rezeptoren. Ja, aber warum konsumiert man eigentlich Cannabis? Also hier geht es jetzt nicht um den medizinischen Gebrauch von Cannabis, sondern um den Freizeitgebrauch und welchen Einfluss THC darauf hat. Es ist entspannt, es hat eine euphorisierende Wirkung, es ist Kontaktfreudigkeit oder es wirkt dazu bei, es ist appetitanregend, es verändert Wahrnehmung von Farbe, Zeit und Raum. Was gibt es also für kurzfristige Nebenwirkungen aufgrund unpräziser Wirkung von THC im Endokannabinoid-System, also eher Wirkungen, die man sich vielleicht nicht so wünscht? Ja, mögliche kurzfristige Nebenwirkungen von THC. Ich möchte nochmals erwähnen, dass die Wirkung in einem Fall erwünscht ist und in einem anderen Fall eher unerwünscht ist. Ja? Also die Sedierung zum Beispiel, erhöhter Appetit oder auch die Muskelentspannung. Ja? Was sind mögliche akute Nebenwirkungen betreffend? Vor allem sind die Psyche, also Euphorie, Angst, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Verwirrtheit. Auch die Psychomotorik kann betroffen sein, vermindert verkehrsbezogene Leistungen, also auch da kann es zu Einschränkungen kommen, so wie Herz- und Kreislauf, Blutdruckabfall, Schwindel. Das sind schon einige Sachen, die teilweise auftreten können, gerade bei anfänglichem Konsum, sage ich immer. Ja. Ja, für medizinisch eingesetztes Cannabis wurden die THC-Nebenwirkungen eher als leicht bis mittelschwer eingestuft. Ja, intensiver Cannabiskonsum kann aber auch langfristige Nebenwirkungen hervorrufen. Also wiederholter und langanhaltender Cannabiskonsum kann also unter Umständen zu Cannabiskonsumstörungen, COD-Abhängigkeiten führen, also welche da 10% der regelmäßigen Konsumenten und Konsumentinnen betrifft, zu den Toleranzentwicklungen und reversiblen Form der kognitiven Beeinträchtigung führen. Also insbesondere der Aufmerksamkeit des Gedächtnisses, kann auch bei Prädisposition, also Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten, ein erhöhtes Risiko mit psychischen Störungen verbunden sein. Ja, beim Rauchen negative Auswirkungen auf die Atemwege kann es natürlich auch haben und auch das Risiko der Nebenwirkungen bei höherem Konsumfrequenz, also öfter und höheren THC-Gehalt kann sich natürlich dann auch deutlich erhöhen. Was man aber betonen sollte, ist, dass es keine schädliche Auswirkung auf Blut, Leber, Nieren oder auf den Hormonspiegel hat. Ja, bestimmte Personengruppen sollten also keinen Cannabis konsumieren. Also Kevin, lass besser den Joint liegen.
Ja, Cannabis sollte also nicht konsumiert werden, wenn eine Vorgeschichte mit Psychosen oder Schizophrenie besteht. Also bei instabiler koronarer Herzkrankheiten oder in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit ist natürlich davon abzuraten, genauso wie bei Minderjährigen. Ja, das Schadenspotenzial für Konsumenten und Konsumentinnen und Mitmenschen ist bei Cannabis geringer als bei vielen anderen Genussmitteln und Drogen. Also Alkohol ist bewiesenermaßen schädlicher als Cannabis. Der Vergleich von Gesundheitsschäden durch Cannabis und Alkohol ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Mehr dazu lest ihr aber noch in der Beschreibung. Wir wollten das hier nicht ganz ausführen. Ja, besteht eigentlich bei einem selbstbestimmten, nicht medizinischen Cannabiskonsum ein erhöhtes Risiko? Ja, nehmen wir als Beispiel ein paar Leitlinien aus Kanada. Übrigens, die einzige Möglichkeit, die Risiken gänzlich zu vermeiden, besteht nur dann, wenn man überhaupt kein Cannabis konsumiert. Je früher mit dem Konsum begonnen wird, desto schwerwiegender können die negativen Auswirkungen sein. Keine synthetischen Cannabinoide konsumieren, also Vaporisatoren oder oral einzunehmende Produkte, dem Rauchen vorziehen. Beim Rauchen nicht zu tief einatmen, wie wir es früher gemacht haben, und die Luft anhalten, weil das erhöht die Aufnahme von Toxinen und wird damit noch schlimmer. Vielleicht auch das Rauchen einfach einschränken, also um Risiken zu vermeiden, vielleicht nur noch einmal die Woche, Wochenende, wie auch immer. Mindestens 6 Stunden nach dem Konsum kann Fahrzeug zu führen oder Maschinen bedienen. Störungen sowie schwangere Frauen sollten aus dem Vorsorgeprinzip ganz natürlich auf den Konsum verzichten. Man sollte keinen Mischkonsum betreiben, also Cannabis nicht gleichzeitig mit Alkohol oder anderen Drogen konsumieren. Ja, und bei Kombination der genannten Punkte erhöht sich das Risiko der Gesundheitsschädigung natürlich nochmals. Also man sollte generell bei Konsum über Risiken und Nebenwirkungen sollte man sich bewusst sein. Umso besser kann man dann damit umgehen. Ja, und es hängt natürlich auch von den Produkteigenschaften ab. Ja, wie wir wissen, kann gerade häufiger Cannabiskonsum zu kognitiven Beeinträchtigungen bei Jugendlichen führen. Ein Grund für diese Beeinträchtigung kann auch sein, dass Cannabis die Bildung und den Reifungsprozess der Gehirnzellen im Frontallappen, also der für die kognitiven Funktionen verantwortlich ist, stören kann. Es ist also auch wichtig zu beachten, dass der Einfluss von Cannabis auf die kognitiven Funktionen bei Jugendlichen von verschiedenen Faktoren abhängen. Also wie zum Beispiel der Menge des Konsums, die Häufigkeit des Konsums oder der individuellen Empfindlichkeit. Wie schon erwähnt, gibt es Hinweise darauf, dass der Beginn des Cannabiskonsums im jüngeren Alter ein höheres Risiko für kognitive Beeinträchtigungen birgt als der Beginn im späteren Teenageralter. Ja, insgesamt ist es also wichtig, dass Jugendliche über die potenziellen Risiken des Cannabiskonsums informiert werden und dass der Konsum von Cannabis im Jugendalter vermieden wird, um mögliche negative Auswirkungen auf die kognitiven Funktionen zu minimieren. Ja, viele fragen sich nun wahrscheinlich, wie sich eine Cannabis-Legalisierung auf den Jugendkonsum vielleicht auswirkt. Ja, internationale Erfahrungen haben gezeigt, es gibt kaum Hinweise darauf, dass eine Legalisierung von Cannabis den Konsum von Jugendlichen fördert bzw. steigert. Also nach der Einführung von legalen Cannabis-Abgabestellen in Colorado, USA, gab es keine signifikanten Auswirkungen auf den Cannabiskonsum von Jugendlichen. Häufiger Cannabiskonsum und Konsum auf dem Schulgelände gingen sogar zurück. Und also Aufklärung und Verringerung der Stigmatisierung des Cannabiskonsums können nach einer Legalisierung dazu beitragen, psychische Probleme aufgrund der Verwendung von Cannabis anzusprechen. Ja, auch in Nordamerika gibt es kaum Hinweise darauf, dass es einen Anstieg des Cannabiskonsums unter Jugendlichen gibt. Ja, kommen wir noch zum Jugendschutz und die Herausforderungen bei der Sicherstellung des Jugendschutzes. Ja, wichtig ist auf jeden Fall die Bestimmung einer optimalen Altersgrenze. Also zu hoch wird den Fortbestand des Schwarzmarktes bedeuten und zu niedrig den Konsumanreiz. Also die Durchführung
evidenzbasierter Präventions- und Schadensbegrenzungsprogramme, Festlegung geeigneter öffentlicher Konsumorte und auch Beratungsstellen. Ja, und zum Schluss geht es um den Mythos, der Mythos der Einstiegsdroge. Ja, wir haben euch zu diesem Thema in der Beschreibung noch einen Link zum US-Propagandafilm Reefer Madness aus dem Jahre 1936 angegeben, falls es euch interessiert. Die Einstiegsdrogenhypothese war in den 70er, 80er Jahren populär und wurde unter der Regierung von US-Präsident Reagan verbreitet. Der Konsum weicher Drogen, zum Beispiel Cannabis, führt zum Konsum harter Drogen, zum Beispiel Kokain, und ernsthafter Drogenabhängigkeit. Oder die Theorie wurde bereits mehrfach in wissenschaftlichen Fachzeitschriften widerlegt. Cannabis wird zwar auch von Personen konsumiert, die auch harte Drogen konsumieren. Aber das heißt nicht gleich Kausalität. Also Kontakt von Konsumenten und Konsumentinnen zu härteren Drogen, zum Beispiel beim Dealer, besteht vielmehr durch die Illegalität von Cannabis. Als Einstiegsdroge sind zum Beispiel Alkohol, Nikotin in der Regel schon vor dem Erreichen der Volljährigkeit wird es konsumiert und kann man daher eher als Einstiegsdroge bezeichnen als Cannabis selbst. Drogenmissbrauch, Drogenabhängigkeit und Drogensucht hängen von komplexen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen individuellen Faktoren und Umweltfaktoren auch ab. Zum Beispiel Druck durch gleichaltrige, familiäre Einflüsse, Verfügbarkeit überhaupt von Drogen, wenn ich auf dem Land lebe zum Beispiel, Gelegenheiten zum Drogenkonsum, wie oft habe ich die? Drogenkonsumenten haben meist grundlegende Neigung zum Rausch, also die nicht spezifisch jetzt auf eine Droge wie Cannabis zielt, sondern meistens grundsätzlich zum Rausch animiert sind. Ja. Cannabis ist also man könnte sie sogar als Enddroge bezeichnen oder Ausstiegsdroge, da die überwiegende Mehrheit der Cannabiskonsumenten nicht zu illegalen Drogen übergeht und Cannabis dabei sogar helfen kann, den Konsum von schädlichen Drogen zu reduzieren. Ja, da es auch bei Entzugssymptomen helfen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.